richtig cool, dass du auch zu unserem Tag 4 von der Kinderbibelwoche eingeschaltet hast. Heute ist tatsächlich schon unser allerletzter Tag. Aber trotzdem wollen wir nochmal richtig Gas geben und richtig viel Spaß haben. Ich bin die Rahel. Und ich bin die Vivian. Und zum Anfang wollen wir gerne noch ein Gebet beten. Und dafür dürft ihr euren Gebetswürfel auch rausnehmen. Wenn ihr nämlich die letzten Tage schon dabei wart oder vor allem gestern, habt ihr den gestern gebastelt oder konntet ihn basteln. Und den werde ich jetzt zweimal werfen und das wollen wir dann zusammen beten. Lieber Gott, danke, dass du da bist, wenn ich Angst habe. Und bitte sei bei mir in der Schule, im Kindergarten und zu Hause. Amen. Und wie auch in den letzten Tagen, könnt ihr heute an unserem Ballonspiel auch noch teilnehmen und die Ballons im Video zählen. Und weiter geht's auch gleich mit dem letzten Spiel und da wünschen wir euch viel Spaß. Servus Leute, wir spielen jetzt halt Montagsmaler und dazu wird die Hanna jetzt halt einige Bilder malen. Und die Doris und ich werden die erraten müssen. Genau, und jetzt geht's darum, ihr müsst wetten, wer mehr Bilder hat. Entweder die Doris oder ich, der Micha. Genau, und ihr dürft natürlich auch mitraten. Genau. Ja, dann starten wir gleich. Und los geht's. Ein Haus. Eine Vase, eine Blume, ein Luftballon, eine Kerze, Ich, wuhu! So. Luftballon. Schneemann. Ball. Handeln. Brille, Brille. Yes! Wow. Jetzt geht's Runde. Apfel. Dartscheibe. Preis. Kuchen. Pizza. Ah. Okay, der nächste gehört wieder mir. Nee. Badewanne. Ein Hund, eine Giraffe, einen Elefanten, ein Pferd, ein Esel. SpongeBob. Ein Sessel. Ein Stuhl. Stuhl. Fernsehen. Ein Ohrenbackensessel. Ein Astronaut. Ein Roboter. Fernseher. Ein Satellit. Satellitenschüssel. Receiver. Ein Auto. Ein Feuerwehrauto. Ah. Ah. Kreis, Ball, Superheld, Batman, Krone, König, Igel, ein Blatt, ein Luftballon, ein Feuer, Feuer, yes. Mhm. Ohren, Luftballon, eine Raupe, ein Mensch, ein Baby, eine Hase, ein Hund, ein Esel, eine Kuh. Eine Kuh? Hä? Null Uhr. Der Stand, der... 0 Uhr, aus ist. Stern. Mitternacht. Nacht. Schlafenszeit. Jesus ist geboren. Pff. 0 Uhr. Die Uhrzeit. Mitternacht. Mitternachtssnack. 31. Silvester. Ah. 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 Tanne, Baum. Weihnachten. Was? Und
Und? Habt ihr die Begriffe schneller erraten als die beiden? Oder habt ihr auf den richtigen gewettet? Ich habe leider auf den falschen gewettet, aber naja. Und jetzt sehen wir ein letztes Mal die Superheldin. Ich bin gespannt, was für eine Aufgabe sie heute hat. Und danach erzählt euch die Nicole ein letztes Mal eine spannende Geschichte. Viel Spaß dabei! Aber langsam wird's knapp. Wo lang geht's denn jetzt? Hier, da war ich doch schon. Okay. Aber der Empfang ist auch nicht so gut. Also langsam wird's knapp. Ich habe nämlich einen Auftrag. Ich soll zu Familie Schuster und denen helfen mit ihrer Gefriertruhe. Die ist nämlich ausgefallen. Und jetzt ist da das ganze Eis drin. Schokolade und Erdbeer. Und das schmilzt alles. Deswegen bin ich unterwegs und deswegen muss ich mich auch beeilen. Aber jetzt finde ich den Weg nicht. Oh, und in der Gefriertruhe ist auch Tiefkühlpizza. Ah, also ich muss mich beeilen. Nur wo lang? Ich habe sogar das Handy schon angemacht. Normalerweise kenne ich mich hier aus. Ich bin auch noch nie zu spät gekommen. Und jetzt habe ich das Handy angemacht, vielleicht kann das mir helfen. Aber irgendwie, das sagt, ich muss wieder zurück. Aber da ist es nicht, da bin ich mir eigentlich sicher. Ich dachte, ich muss hier lang. Jetzt weiß ich nicht. Wenn ich zu spät komme, dann geht alles kaputt. Also muss ich mich beeilen. Nur ich weiß jetzt nicht, wem ich vertrauen soll. Soll ich nochmal zurückgehen? Soll ich dem Handy vertrauen? Das hat auch nicht so guten Empfang. Vielleicht spinnt es auch. Deswegen, ich schaue mich jetzt mal um. Wisst ihr was? Man bräuchte so einen Wegführer, der weiß, wo lang, auf den man sich verlassen kann. Na gut, ich schaue jetzt mal nochmal zurück, wie es das Handy sagt. Gut, ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Wünsch mir Glück. Hallo, ich bin gerade am Vorbereiten. Ich hoffe, dass du auch schon gut vorbereitet bist. Heute wird's heiß. Wir brauchen schon ein bisschen Sonnencreme. Hast du vielleicht was da? Dann creme dich mal ein bisschen ein, weil heute werden wir unterwegs sein. Wir werden unterwegs sein, wohin, wo es echt warm ist. Und deswegen brauchen wir ein bisschen Sonnencreme. Creme dich doch gerade mal eine Runde mit ein und dann Köfferle packen und so, gell? Und los geht's! Die Stadt, in die wir heute gehen, die heißt Moab. Dort spielt sich unsere Geschichte ab. Naja, nicht die ganze Geschichte, aber ein Teil davon. Sie fängt dort an. Dort fängt sie an, nämlich mit einer jungen Frau. Die junge Frau, die hat eine Freundin. Und die wohnten beide in Moab. Aber nicht nur die zwei wohnten natürlich dort, noch viele, viele andere und so. Und eines Tages war nämlich was geschehen, dass welche dazugezogen sind. Da kam nämlich ein Papa mit einer Mama und zwei Söhnen. Das fanden natürlich die Freundinnen cool. Hey, da kommt jemand Neues dazu. Aber die reden so ein bisschen anders. Die haben so einen Dialekt, den gibt's bei uns eigentlich gar nicht. Wo kommen die bloß her? Und sie haben es natürlich herausbekommen, wo die herkamen. Die kamen aus einer Stadt, die ein Stückchen weiter weg war. Und jetzt waren sie da, weil da, wo sie herkamen, in ihrem Zuhause, da war eine Hungersnot ausgebrochen. Bei denen ist nichts mehr auf dem Feld gewachsen und jetzt waren die Leute dort sehr hungrig. Und deswegen hat Mama und Papa und ihre Söhne beschlossen, hey, wir ziehen mal um. Und so sind sie nach Moab gekommen. In die heiße Gegend. Tschu, Schwitz. Aber unsere zwei Freundinnen, die fanden es cool, dass da zwei Jungs jetzt da waren und sie haben sich mit denen angefreundet. Irgendwann wurden sie auch ein bisschen älter und dann noch ein bisschen älter und dann noch ein bisschen älter und irgendwann, da haben sie sich verliebt. Ja, und so kam es, dass die eine Freundin den einen Sohn heiratete und die andere Freundin den anderen Sohn. Die haben natürlich auch alle Namen gehabt. Die eine Freundin hieß Orpa. Und die andere hieß Ruth. Und die haben den Machlon und den Kilion geheiratet. Komische Namen, gell? Aber so haben die halt geheißen. Und die Eltern, die haben
Naomi und Elimelech geheißen. Voll cool war es, jetzt waren sie alle zusammen in Moab, sie hatten genug zu essen, es ging ihnen gut und sie hatten alle Freunde. Aber leider ist dann was Blödes passiert. Verschiedene Sachen waren und dann ist nämlich leider der Papa gestorben. Und leider sind auch eine Weile später die beiden Söhne gestorben. Guck, jetzt waren die drei Frauen übrig. Und das war irgendwie ein bisschen schwierig für die. Die Naomi, die hat gesagt, oh Mann, jetzt haben wir keinen Mann mehr da, der für uns arbeiten gehen kann, dass wir Brot kaufen können und so. Wie machen wir das nur? Damals war das noch viel mehr so, dass man die Männer gebraucht hat, dass man versorgt ist. Und deswegen hat jetzt die Naomi gedacht, das ist irgendwie gar nicht mehr so richtig gut, es muss was passieren. So hat die Naomi überlegt, was sie tun könnte. Und eines Tages hat sie mit ihren beiden Schwiegertöchtern geredet und hat gesagt, hey, hört mal her, guck mal, es ist echt schön hier und alles ist eigentlich super, aber wir haben hier jetzt keinen Mann mehr, der für uns sorgt irgendwie. Deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe wieder zurück in das Land, in die Stadt, aus der ich gekommen bin. Da habe ich noch irgendwelche Verwandte und die können mir bestimmt helfen. Und ihr zwei, ihr könnt einfach hier bleiben und bestimmt geht's euch hier dann richtig gut. Und so hat also die Naomi wieder ihren Koffer gepackt, alles eingepackt und hat gesagt, ich ziehe los, weg von Moab. Und so ging es dann auch los. Sie lief los an dem Tag und die Orpa und die Ruth, die liefen aber mit. Die haben zuerst gesagt, hey, wir gehen mit dir mit. Als sie ein Stück gelaufen waren, hat die Naomi gemeint, hey, überlegt euch das doch nochmal. Euch geht's doch hier in Moab voll gut. Ihr habt hier eine Familie, ihr habt hier Freunde, wollt ihr nicht lieber da bleiben? Und die zwei haben sich das überlegt und gesagt, was sollen wir tun? Die Orpa, die eine von den beiden, hat gemeint, okay, du hast recht, es ist gut, wenn ich hier bleibe. Und sie hat sich verabschiedet und ging wieder zurück nach Moab. Aber die Ruth, die hat gesagt, du, Naomi, da wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Da wo du bist, da will ich auch sein. Und da, wo dein Gott ist, da will ich auch sein. Ich will auch an den Gott glauben, an den du glaubst. Ich möchte ihm auch vertrauen. Ja, und so laufen die beiden los, sind unterwegs und kommen tatsächlich in Bethlehem an, in Israel. Und die Naomi, die kennt sich da ja noch aus, weil sie hat ja da früher immer gewohnt. Und deswegen hat sie dann auch ziemlich schnell ein Haus gefunden, in dem sie wohnen können. Jetzt ging es ihnen doch gar nicht so schlecht. Aber am nächsten Tag hat die Ruth gemeint, oh Mann, hey, wir können nicht einfach nur in dem Haus sitzen. Davon werden wir nicht satt. Ich mache mich auf den Weg und ich suche Essen für uns. Ich gucke, wo ich was finden kann. Und die Naomi, die blieb zu Hause. Die war jetzt auch schon ein bisschen älter, die konnten nicht mehr so richtig gut arbeiten und so. Deswegen ging die Ruth raus und die hat sich auf den Weg gemacht. An einem heißen Tag hat sie sich auf den Weg gemacht und sie ging zu einem Feld, wo gerade Erntezeit war. Also da ist das Getreide geerntet worden und sie ging dorthin, weil sie wusste, dass man dort als jemand, der nicht viel Geld hat, als jemand, der arm ist, hinter den Arbeitern herlaufen kann und alles, was noch auf dem Boden rumliegt, einsammeln kann und einfach mit nach Hause nehmen darf. Ja, und so hat sie dort gearbeitet, hat echt geschuftet den ganzen Tag und hat ziemlich viel eingesammelt. Irgendwann im Laufe des Tages kam auch mal der Besitzer des Feldes vorbei. Der wollte nachschauen, wie es seinen Arbeitern geht und was so läuft und ihm fiel auf, dass da eine Frau war, die er gar nicht kannte und hat nachgefragt, hey, wer ist denn das? Was macht die da? Wie geht's der so? Und was läuft da überhaupt? Und so hat er mitgekriegt, dass das die Ruth ist und dass die mit der Naomi hier ist, dass die wieder in Bethlehem wohnt. Abends ging die Ruth heim zur Naomi und hat ihr erzählt, hey, ich habe Getreide gesammelt und hat ihr erzählt, wen sie getroffen hat. Und die Naomi war ganz aus dem Häuschen und hat gesagt, boah, voll cool, weißt du was? Das ist sogar unser Verwandter, der möchte uns ganz bestimmt helfen, da kannst du morgen wieder hingehen. Ja, eine ziemlich tolle Sache war das. Die Ruth ging wirklich am nächsten Tag wieder hin und wieder und wieder und sie konnten da immer hingehen und Essen sammeln. Und es ging ihnen gut. Der Ruth und der Naomi ging es gut in Bethlehem. Und denen ging es sogar richtig, richtig gut. Die haben gemerkt, hey, Gott ist da und der versorgt uns. Gott kann man nicht malen, wenn man nicht weiß, wie er aussieht. Deswegen macht man da immer so ein Dreieck für ihn. Aber die zwei, die haben gemerkt, hey, Gott ist da.
Der versorgt uns, der guckt nach uns. Wir hatten keine Ahnung, was kommen wird, als wir in Moab losgezogen sind. Die Rute ist schon in ein fremdes Land gegangen, aber sie hat gedacht, hey, ich möchte mich von Gott leiten lassen. Sie hatten keine Ahnung, wie sie Essen kriegen sollen, aber Gott hat sie auf das Feld von Boas geführt und hat sie versorgt. Sie hatten keine Ahnung, wer alles werden würde, aber Gott war da. Und es hat sich gelohnt, ihm zu vertrauen und das zu tun, was er sagt. Und das ganz Coole bei der Geschichte war dann auch noch, dass die Ruth und der Boas nämlich irgendwann sogar geheiratet haben. Und dann ist die Ruth die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma von Jesus geworden. Hey, so cool! Die hatte am Anfang gar keine Ahnung von Gott, als sie noch in einem fremden Land war. Aber sie hat Gott kennengelernt durch die Naomi. Sie hatte keine Ahnung, wo ihr Weg sie hinführt. Sie hatte keine Ahnung, was mit ihr in Bethlehem passiert. Aber sie hat gesagt, hey, diesem Gott, dem die Naomi vertraut, dem will ich auch vertrauen. Und so hat sie gemerkt, hey, dieser Gott, der passt auf mich auf und der versorgt mich gut. Das ist echt richtig cool. Hätte man die Ruth gefragt, was in ihrem Leben passieren soll, hätte sie vielleicht nicht gesagt, ich will nach Bethlehem ziehen, in ein fremdes Land und so. Wahrscheinlich hätte sie andere Ideen gehabt. Aber sie hat gedacht, hey, meine Ideen sind super, aber die Ideen von Gott, die sind noch besser und deswegen möchte ich auf den hören. Bestimmt haben wir auch immer voll die gute Ideen, gell, was bei uns in unserem Leben passieren soll. Zum Beispiel, dass wir einen CQ-Traktor geschenkt kriegen oder so. Oder dass wir jeden Tag ins Schwimmbad gehen können oder jeden Tag zum Mac gehen. Oder unser Handy, der Akku nie leer geht oder sonst irgendwas, haben wir bestimmt ganz tolle Ideen. Aber vielleicht sind unsere Ideen ja manchmal toll, aber vielleicht hat Gott andere Ideen. Und deswegen können wir nicht jeden Tag nur weggehen, sondern sind vielleicht auch mal zu Hause und helfen der Mama. Das ist dann vielleicht nicht mein Plan, wo ich denke, oh, voll gut, aber vielleicht ist das trotzdem eine gute Sache, weil es dann der Mama besser geht. Deswegen ist einfach die Frage, will ich, dass Gott bei mir auch bestimmen darf, was passiert? Will ich den Plan machen, den er hat? Will ich seine Ideen gut finden? Die Ruth hatte Gott kennengelernt und sie hat gemerkt, hey Gott, der hat es echt gut gemacht. Gott hat mein Leben gut erdacht. Und viele aus unserer Geschichten von den letzten Tagen haben gemerkt, doch die Sünde hat es kaputt gemacht. Das war nicht das, was Gott wollte. Und deswegen, weil wir so nicht zu ihm passen, hat er Jesus sterben lassen. Und jetzt, die Ruth hat sich's überlegt, der Naaman, die Maria, der Josia, deine Antwort steht noch aus. Die Frage, hey, möchte ich Jesus haben? Möchte ich ein gesundes Herz haben? Möchte ich ein Freund von Gott sein? Und dann, komm, sag ja, dann ist Jesus auch bei dir zu Hause. Jeden Tag hatten wir irgendwie die Zeichen so mit drin, gell? Und jetzt hast du gehört, wie das Ganze geht. Gott hat dein Leben gut erdacht, doch die Sünde hat es kaputt gemacht. Und weil wir so nicht zu ihm passen, hat er Jesus sterben lassen. Deine Antwort steht noch aus. Komm, sag ja, dann ist Jesus auch bei dir zu Hause. Die Leute aus den Geschichten, die wir gehört haben, die Helden, die mit Gott unterwegs waren, die haben Jesus zu Hause gehabt, in ihrem Herz drin gehabt. Und jetzt darfst du dir überlegen, hey, ist Jesus auch in meinem Herz drin? Soll der das sein? Wenn du jetzt denkst, oh, ich habe noch eine Frage, ich weiß da irgendwie was noch gar nicht so richtig oder ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll, dass Jesus in meinem Herz ist, dann kannst du dich einfach nochmal bei dem Kontakt von der Kinderbibelwoche melden. Und dann reden wir gerne mit dir. Ja, die Ruth, die war ein Held, weil sie Gott vertraut hat und seinen Plan gemacht hat und sich leiten lassen hat von ihm. Ich weiß nicht, ob du schon mal umgezogen bist, ob du schon mal so was Neues erlebt hast, aber was Neues erlebt hast, bestimmt schon, weil du schon mal in eine neue Klasse gekommen bist oder irgendwo neue Freunde kennengelernt hast oder sowas. Neues erleben wir immer wieder, gell? Und manchmal haben wir vielleicht ein bisschen Angst davor oder ist ein bisschen komisch oder so. Und deswegen ist es voll gut, wenn wir da dann dran denken können, hey, Gott ist aber dabei, Gott geht mit und ihm mag ich vertrauen. Und die Ruth, die hätte bestimmt auch einen Vers aus der Bibel sehr cool gefunden. Guck mal in deine Box rein, da ist ein Blatt mit Fußspuren drauf. Die kannst du mal kurz so ausschneiden ein bisschen und wenn du die Fußspuren in die richtige Reihenfolge machst, dann kommt ein guter Satz raus. Also drück mal kurz auf Pause und mach das mal geschwind. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte.
Sprüche 16, Vers 9. Das ist gut, wenn wir das im Kopf behalten. Ich kann viele gute Ideen haben für mein Leben, aber lieber lasse ich doch Gott bestimmen, wo es lang geht. Ich wünsche uns das echt, dass wir Gott so vertrauen können. Ich möchte gerne noch mit Gott reden. Darfst gerne mitbeten. Danke, lieber Gott, dass du die Ruth damals geführt hast, dass du ihr den guten, den richtigen Weg gezeigt hast und dass ihr Leben echt super geworden ist. Obwohl sie vielleicht vor manchem ein bisschen Angst hatte oder nicht so genau wusste, was passiert. Und es gibt es bei uns doch auch immer wieder, dass wir nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Und ich bitte dich ganz arg darum, dass wir dir vertrauen können. Dass wir dir vertrauen können, dass du unsere Schritte richtig lenkst. Ich bitte dich da von ganzem Herzen drum, dass du uns Vertrauen zu dir schenkst. Amen. Echt stark, wie Ruth auf Gott vertraut. Ich will auch angstfrei sein und genauso auf Gott vertrauen. Und nun sprechen wir gemeinsam unser Gebet. Lieber Gott, ich danke dir. Du bist immer da bei mir. Vielen Dank für meine Freunde, die Familie, liebe Leute. Danke für dein Versorgen, gestern, heute und auch morgen. Ich will fest auf dich schauen, ganz und gar dir vertrauen. Amen. Amen. Und jetzt darf ich euch noch ein letztes Mal auf unsere Spiel- und Bastelvideos verweisen. Diesmal haben wir sogar zwei Bastelarbeiten und wieder ein richtig, richtig cooles Spiel. Das wird richtig cool, ich freue mich schon richtig arg drauf. Also tickt auf jeden Fall drauf. Ja, und jetzt müssen wir uns auch tatsächlich schon verabschieden, weil die Kinderbibelwoche schon vorbei ist. Aber ich habe eine richtig coole Nachricht für euch. Es geht nämlich noch weiter. Und zwar jeden Freitag mit dem Youngster Club. Da findet ihr auch die Flyer dazu in euren Boxen. Und ihr könnt hier auf den Link klicken oder auf den QR-Code oder den QR-Code einscannen und dann kommt ihr gleich in die WhatsApp-Gruppe vom Youngster Club und seid voll dabei. Richtig, richtig stark. Außerdem darf ich euch daran erinnern, dass ihr eure Ballonkarte abschickt. Dafür ihr doch jeden Tag eintragen, wie viele Ballons ihr gezählt habt und das dürft ihr jetzt abschicken, eine Briefmarke draufkleben und genau, da kriegt ihr vielleicht einen Preis, wenn ihr gut gezählt habt. Und jetzt machen wir noch ein allerletztes Mal unseren Schlachtruf. Also steht auf und macht mit. Mit Jesus Christus mutig voran. Mit Jesus Christus mutig voran. Mit Jesus Christus mutig voran. Tschüss, bis bald.